unglaublich, wie schnell der März schon wieder vorbeigegangen ist. Ich war so beschäftigt mit meinen Buchprojekten, meinen Videos und allem anderen drumherum, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie schnell der Monat an einem vorbeizieht. Hier und da gab es ein paar Tage, an denen es mir nicht so gut ging und an denen ich auch nicht viel gearbeitet habe, aber das ist okay. Alles in allem war der März ein echt guter Monat. Und in diesem Schreibupdate möchte ich euch einerseits erzählen, woran ich gearbeitet habe, welche Fortschritte ich gemacht habe, aber natürlich auch, was ich mir für den April vorgenommen habe. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, woran ihr im März gearbeitet habt und was euer Highlight war. Wir starten wie immer mit meinen Schreibprojekten und natürlich auch den Word Counts. In diesem Monat habe ich nur geschrieben, also an keinem reinen Planungsprojekt gearbeitet, wie jetzt im letzten Monat zum Beispiel mit MXK. Aber ich habe stattdessen drei Rohfassungen vorangetrieben. Einerseits Erwählte des Werwolfs, das zweite Prequel dazu und Projekt Efeu Band 2. Und zwei davon, nämlich Erwählte des Werwolfs und das dazugehörige Prequel, konnte ich auch im März noch abschließen. Gerade noch so, aber ich habe es geschafft. Und mit den drei Projekten dann auch den Gesamtwordcount vom Februar übertreffen. Da hatte ich, glaube ich, so 56.000 Wörter geschrieben in einem Monat. Und jetzt im März ist es wesentlich mehr geworden, nämlich 71.560 Wörtern bei 147 Schreibsprints à 10 Minuten. Und das ist dann durchschnittlich 2.920 Wörter pro Stunde. Diesen Monat hatte ich ein paar Nulltage mehr. Ich meine, der Monat hatte auch ein paar Tage mehr als der Februar, muss man auch dazu sagen. Aus diversen Krankheitsgründen, aber auch aus Prokrastinationsgründen am Ende des Monats. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber ich hatte auch zwei Tage mit über 5000 Wörtern und auch meinen bisher besten Schreibtag bisher in diesem Jahr mit 5931 Wörtern. Am 24. März war das und die habe ich alle für Erwählte des Werwolfs geschrieben. Und wir haben auch die ersten 100.000 Wörter in diesem Jahr überschritten und dafür habe ich mir eine Pizza gekauft, die dann doch nicht ganz so gut war, wie ich dachte, aber naja, immerhin. So, aber nachdem das alles noch relativ allgemein ist, dachte ich, wir werfen jetzt noch einen kurzen Blick auf die einzelnen Schreibprojekte und wie ich da so vorangekommen bin und was da vielleicht auch mein Problem war. Erwählte des Werwolfs war in diesem Monat mein Hauptprojekt. Ab und an war es ein Struggle, zumindest gegen Ende hin, aber das ist ja immer so bei meinen Büchern, dass ich am Ende so ein bisschen Probleme habe, die fertig zu schreiben. Und statt mich wie sonst immer zu quälen, daran weiterzuschreiben, war es gut, dass ich diesmal zwei weitere Projekte hatte, vor allem das Prequel dazu, um einfach mal zu wechseln, ein bisschen Abstand zu gewinnen zum Roman und dann wieder weiterzuschreiben, ohne dass ich dabei den Schwung verliere, wie es früher gewesen ist, als ich noch nicht zwischen Projekten gewechselt bin. Insgesamt umfasst die Rohfassung knapp 90.000 Wörter und ist damit das bisher längste Buch in der Grace Halfway House Serie. Und es kommt noch ein bisschen was dazu, denn zwei Szenen sind noch nicht so wirklich geschrieben. Ja. Also wären das nochmal so an die 5000 Wörter mehr, wobei ich mir vorstellen kann, dass ich hier und da zwischendrin auch einiges rauskürzen kann oder verschlanken kann, aber das ist nur möglich, weil ich ja jetzt schon das ganze Buch geschrieben habe. Bei dem Buch gab es auch mehrere Szenen, bei denen ich heulen musste, was ich so nicht erwartet hatte von dem Projekt, aber okay. Und irgendwie habe ich jetzt so, nachdem ich fertig bin, das Gefühl, dass es hinten und vorne keinen richtigen Sinn macht, aber auch das habe ich bei so ziemlich jedem Buch und weiß, dass ich mich da meistens irre und dass das alles nicht so schlimm ist, wie es gerade in meinem Kopf ist. Und jetzt während der letzten Märztage habe ich dann eine Pause eingelegt, weil ich das, glaube ich, eine Woche vor Monatsende ungefähr fertig hatte und werde jetzt im April dann daran arbeiten, das zu überarbeiten, weil es muss ja im Mai erscheinen und dann muss ich langsam mal anfangen. So, machen wir gleich mal mit dem dazugehörigen Prequel weiter. Diese Novelle aus der Sicht vom Love Interest Marcos wollte ich eigentlich schon im März veröffentlichen, aber da dachte ich auch noch, dass es vielleicht nur maximal 10.000 Wörter lang werden wird. Es ist das Doppelte rausgekommen, wie ihr vielleicht schon wisst, wenn ihr die Schreibvlogs schaut. Insgesamt habe ich, glaube ich, nur 5 Tage zum Schreiben von dieser Story gebraucht. Ich habe am 11. März angefangen und am 19. März aufgehört und hatte dazwischen auch ein paar Tage Abstand wieder, weil ich zwischendurch so ein bisschen die Lust verloren habe. Das ist einfach so bei mir. Da hatte ich, glaube ich, bei Kapitel 4 oder so, das war besonders lang, einen ziemlichen Hänger und dann beschlossen, erstmal wieder zurück zum Roman zu wechseln und dann in der nächsten Woche es nochmal zu versuchen. Dann hat es auch relativ schnell funktioniert, das fertig zu schreiben. Und als ich damit angefangen habe mit dieser Novella, wollte ich es am liebsten an einem Tag fertig schreiben, wie ich es zum Beispiel auch schon bei dem Prequel von Herz der Jägerin gemacht habe. Aber dafür war das Projekt einfach zu lang und auch ein bisschen zu emotional. Aber jetzt ist es im
Kasten und dann kann ich es hoffentlich im April oder Mai noch veröffentlichen, bevor dann der Roman rauskommt. Mal schauen, wie ich da zeitlich hinkomme. Und last but not least, Efeu, Projekt Efeu Band 2. Allzu viel habe ich dafür nicht geschrieben. Das war erst so in den letzten Märztagen dann so mein Projekt, nachdem die beiden anderen fertig waren. Aber ich habe immerhin die 20.000 Wörter-Marke insgesamt bei dem Buch geknackt. Nicht jetzt im März, das wäre ein bisschen viel. Und wann immer ich eine Pause vom Halfway House gebraucht habe, vor allem dann gegen Ende, war die Wallraben-Villa für mich da und die Geister waren für mich da. Und ich freue mich echt drauf, jetzt im April wieder mehr daran zu arbeiten, beziehungsweise das tue ich auch schon. Das macht wieder so viel Spaß. Ich habe es echt vermisst. Nach dem ganzen Kitsch ist das eine schöne Abwechslung. Und insgesamt habe ich im März ungefähr 7.000 Wörter für Projekt Efeu geschrieben, also nicht gerade viel. Ich hätte gerne noch mehr geschrieben, gerade gegen Ende des Monats, als ich dann mit den anderen beiden Projekten fertig war. Aber es hatte seine Gründe, warum ich da nicht vorangekommen bin. Und dazu erzähle ich in einem späteren Abschnitt von diesem Video noch ein bisschen mehr, weil das nämlich ein allgemeines Problem von mir zu sein scheint. Das waren natürlich nicht alle Projekte, an denen ich in dem Monat gearbeitet habe, aber alle Schreibprojekte. Es gab aber noch ein paar andere, die jetzt nicht unbedingt was damit zu tun haben, über die ich aber auch noch mal ganz kurz sprechen möchte. Am meisten bin ich stolz darauf, wie viele Videos ich in diesem Monat veröffentlicht habe. Meistens 2 pro Woche, manchmal sogar 3, was echt viel ist und was sich auch rentiert hat. Denn zum ersten Mal sehe ich keinen Negativtrend bei meinen YouTube Analytics, was sehr gut ist. Und wir sind auch nicht mehr weit vom ersten Ausbezahlt durch YouTube entfernt. Da muss man so eine Mindestmarke erreichen und die habe ich jetzt fast geschafft. Dank euch, also vielen Dank. Ich hatte mir zwar auch vorgenommen, viel aktiver auf Plattformen wie TikTok und Instagram zu sein, aber das hat nicht funktioniert. Zeitlich gesehen einfach nicht und von der Motivation her auch noch nicht. Aber bei den Videos habe ich zumindest langsam eine Routine mir aufgebaut, wann ich wie lange daran arbeite und so, wann ich wann was poste und habe auch gerade wieder richtig viel Spaß, Videos zu erstellen. Was lange Zeit nicht der Fall war. Ich glaube, das lag auch daran, dass mein alter Laptop einfach so arschlahm war beim Videoschnitt und der neue ist einfach, wo der alte eine Stunde für ein Video gebraucht hat, braucht er vielleicht maximal 10 Minuten oder so, um das zu verarbeiten und auszuspucken sozusagen. Also da wird es so weitergehen, definitiv. Und wenn ihr mir bei der Arbeit über die Schulter gucken möchtet, solltet ihr natürlich auch die Vlogs schauen, weil da nehme ich euch mit durch meinen Schreiballtag die ganze Woche über und zeige euch so, was ich alles mache und womit ich gerade zu kämpfen habe und was ich versuche dagegen zu tun. Außerdem habe ich am Community-Projekt weitergearbeitet. Wer es nicht weiß, mit meiner YouTube-Community, also euch da draußen, habe ich im letzten Jahr beschlossen, ein gemeinsames Buchprojekt zu schreiben, wo ihr als Abonnenten dann über Abstimmungen und eure Kommentare direkt mitbestimmen könnt, wie es mit diesem Buch weitergeht. Und im März habe ich mir noch ein bisschen mehr Gedanken dazu gemacht und das erste Roadmap-Video veröffentlicht, wo ich euch ein bisschen genauer gezeigt habe, was so alles jetzt vor uns liegt und was die nächsten Schritte sein werden. Und jetzt im April geht es dann endlich mit den Abstimmungen los. Die erste läuft schon, aber das war mir so für mich so, welches Video soll ich zuerst posten ungefähr? Und wenn das spannend klingt, gemeinsam mit mir und der YouTube-Community ein Buch zu schreiben und ihr es noch nicht getan habt, dann solltet ihr den Kanal definitiv abonnieren, damit ihr das nicht verpasst in Zukunft. Das nächste Projekt hat eigentlich überhaupt gar nichts mit dem Schreiben oder generell mit der Arbeit als Autorin zu tun. Das war einfach meine Badrenovierung. Endlich abzuschließen. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich hatte oder habe immer wieder Schimmel in diesem blöden Bad und wir haben jetzt rausgefunden, dass es wahrscheinlich an der Deckenfarbe liegt, die nicht schimmelresistent ist, die da verwendet wurde. Lange Rede, kurzer Sinn, die Decke ist jetzt auch gestrichen, das Bad ist wieder eingerichtet, ich kann es wieder nutzen. Das macht echt viel aus, dass da jetzt nicht noch die Baustelle da offen ist und ich noch das und das machen muss. Also mental hat das echt einen ziemlich krassen Einfluss auf mich gehabt, ohne dass ich das so wirklich bewusst gemerkt habe. Aber jetzt ist es fertig und ich hoffe, dass der Schimmel jetzt auch wirklich wegbleibt. Und das letzte große Projekt, an dem ich im März sehr viel gearbeitet habe, war mein Newsletter. Im letzten Schreibupdate habe ich euch ja schon erzählt gehabt, dass ich mich mit dem ganzen Thema wieder beschäftige. Im März habe ich dann Nägel mit Köpfen gemacht und dann einige Mails schon vorbereitet, dass ich sie dann entspannt jetzt dann im April bald veröffentlichen kann. Noch ist es nicht passiert. Um mich nochmal persönlich bei meinen Newsletter-Abonnenten vorzustellen und denen so ein bisschen Ausblick zu geben, was sie von dem Newsletter erwarten können. Von insgesamt 6 Mails
E-Mails habe ich 4 fertig geschrieben und auch schon einen Zeitplan dafür erstellt und auch mir Gedanken dazu gemacht, wie es danach mit dem Newsletter weitergeht. Wenn ihr den noch nicht abonniert habt und neugierig geworden seid, der Link dazu ist unten in der Infobox. Auch im März gab es einige Dinge, die ich dazugelernt habe und weil ich glaube, dass die auch für euch zum Teil interessant sein könnten, dachte ich, ich teile das mal kurz mit euch. Meine erste Lektion, die ich gelernt habe, war, dass ich tatsächlich mehrere Schreibprojekte auf einmal brauche, um wirklich produktiv zu sein und nicht meinen Flow zu verlieren. Das habe ich nicht nur gemerkt, als mir gegen Ende von Erwählte des Werwolfs so ein bisschen die Puste ausgegangen ist oder ich mir beim Prequel auf einmal viel zu viel vorgenommen hatte und dann ein bisschen demotiviert war, sondern vor allem gegen Ende des Monats bei Projekt Efeu. Da habe ich ja gerade schon am Anfang gesagt, dass ich da Ende des Monats gerne mehr geschrieben hätte. Das war mein einziges noch offenes Rohfassungsprojekt, an dem ich hätte schreiben sollen. Aber nachdem mir das Material zwischendurch ausgegangen ist, und das heißt in dem Fall im Voraus geplante Kapitel, habe ich das Planen und natürlich dann auch das Schreiben etwas prokrastiniert in den letzten Märztagen. Und seit ich einfach nicht mehr zu dem nächsten Projekt, zu dem nächsten Schreibprojekt wechseln konnte, weil es eben aktuell kein weiteres außer Projekt Efeu Band 2 gibt, fehlt mir so ein bisschen der Schwung beim Schreiben und das wirkt sich auf alles aus gerade. Und deswegen möchte ich im April schleunigst dafür sorgen, dass ich wieder weitere Rohfassungsprojekte dazu bekomme und das wird jetzt auf jeden Fall in erster Linie Witch's World Band 6 werden. Aber da bin ich noch nicht ganz so weit, dass ich da mit dem Schreiben anfangen kann. Lektion Nummer 2 war, dass meine Kreativität bei Langeweile wächst. Vorhin habe ich ja schon mein Newsletter-Projekt erwähnt und unter den Mails finden sich auch ein paar so Kennenlern-Mails, wo ich ein bisschen von meiner Vorgeschichte als Autorin, meinen Werdegang erzähle, auch wie es in der Kindheit eigentlich schon angefangen hat mit Geschichten erzählen. Und da ist mir aufgefallen, warum ich überhaupt mit dem Schreiben oder Geschichten erzählen an sich angefangen habe, war, dass ich als Kind total Langeweile hatte. Damals gab es noch kein Social Media oder PC-Spiele und Xbox und was weiß ich für ein Krampf. Und auch, wir hatten damals eine Handvoll wirklich Fernsehprogramme. Noch nicht mal eine Satellitenschüssel oder so. Netflix, was war das? Keine Ahnung. Und es gab auch so gut wie keine Kinderserien, die da gelaufen sind. Also Fernsehen war auch nichts, als ich ganz klein war. Jetzt höre ich mich auch irgendwie halt damals, vor 50 Jahren. Und deshalb habe ich die Zeit damals hauptsächlich draußen im Garten oder auch bei uns im Wald verbracht und mir einfach irgendwelche Spiele-Szenarien ausgedacht. Ich bin auf einer einsamen Insel gestrandet oder ich habe magische Kräfte und so. Weil es halt auch nicht so viele Kinder in meiner Nähe gab und meine Eltern auch beide berufstätig waren. Also ich war halt viel alleine und es hat mir nichts ausgemacht. Ich fand das gut. Ich finde das immer noch gut. Und da ist irgendwie aus dieser Langeweile meine Liebe zum Geschichtenerzählen entstanden. Und jetzt gibt es aber so viel Zeug in unserem Leben, was uns ablenkt. Ich brauche das nicht aufzuzählen, ihr wisst, was ich damit meine, sodass ich dann manchmal meine Kreativität so ein bisschen aus den Augen verliere und mich irgendwie in diese blöde virtuelle Welt flüchte, was nicht immer gut ist für mich. Und deshalb habe ich in den letzten Märztagen beschlossen, ein bisschen mehr Langeweile sozusagen in meinen Alltag zu bringen und das ganze Ablenkungskrams ein bisschen runterzufahren und wieder zu meinen Wurzeln zurückzukehren als gelangweiltes Kind, das sich selbst Geschichten erzählt, um sich zu unterhalten. Das klingt irgendwie ein bisschen traurig, oder? Aber ich hab's geliebt, okay? Aktuell fällt mir das noch nicht so leicht. Ich habe immer mal wieder ein paar Rückfälle, wo ich dann doch wieder auf YouTube lande und irgendwelche blöden Shorts gucke, die mich gar nicht interessieren und mich eigentlich nur nerven, aber ne. Aber ich merke trotzdem schon, dass ich dadurch wesentlich präsenter bin und auch wieder mehr Zeit verbringe, um an meinen Geschichten zu arbeiten und mir Gedanken dazu zu machen, anstatt vor Bildschirmen abzustumpfen. Und es ist definitiv was, was ich mir in den April nehmen möchte und auch fortsetzen möchte. Und inspiriert wurde ich dazu auch ein bisschen, nicht nur von Klein Kate, sondern auch von Neil Gaiman, der, glaube ich, in irgendeinem Interview häufiger gesagt hat, dass er, wenn er schreibt, entweder schreibt oder Löcher in die Luft guckt und alles andere darf er nicht, kann er nicht, ist nichts in der Nähe, wo er irgendwie sein Handy rausholen kann oder so, dass er dann irgendwann einfach von sich aus anfängt zu schreiben, weil das spannender ist als
rumzusitzen und Löcher in die Luft zu gucken. Und so langsam begreife ich, was er damit gemeint hat und wie hilfreich seine Einstellung da in Bezug auf Kreativität auch für mich sein kann. Und die dritte Lektion, die ich gelernt habe im März, war, eine Plattform nach der anderen aufzubauen. Im Februar-Update hatte ich ja gesagt, dass ich im März wieder mehr auf Social Media aktiv sein möchte, auch über YouTube hinaus. Da hat es gut geklappt, bei allem anderen nicht so wirklich, weil der Druck, täglich zu posten, enorm hoch ist, wenn man als kleiner Creator gesehen werden möchte. Und bei mir hat dieser Druck oft wieder dazu geführt, dass ich alles viel zu sehr verkopft angegangen bin und am Ende gar nichts mehr machen konnte. Vor lauter, wenn ich das mache, dann kommt das blöd an, oder wenn ich das mache, das dauert zu lang, oder also diese ganzen Gedanken, die im Kopf sind bei sowas, weiß nicht, die haben mich so ein bisschen zurückgehalten. Und oft saß ich dann da und wusste überhaupt gar nicht, was ich überhaupt sagen soll, was überhaupt interessant ist, ohne dass ich jetzt extrem werblich klinge oder halt Leute langweile. Und ja, meistens ist dann halt nichts bei rumgekommen. Und das war in dem Moment im März extrem demotivierend für mich und hat mir mal wieder gezeigt, dass ich mir zu viel auf einmal vorgenommen habe. Ich kann einfach nicht mehrere Plattformen gleichzeitig aufbauen. Ich muss erst bei einer so eine gewisse Routine drin haben und wissen, was funktioniert da, bevor ich das dann auf andere Plattformen ausweiten kann. Und deswegen habe ich in der Mitte des Monats beschlossen, mich erstmal aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und zwar mein Newsletter, worüber wir ja schon gesprochen haben, den wieder zu reaktivieren und dann demnächst weiter aufzubauen. Und andererseits natürlich auch YouTube, wie ihr schon gemerkt habt hier. Meine größte Plattform, auf der ich vertreten bin und auch die, die mir irgendwie am meisten Spaß macht. Wahrscheinlich wird es noch ein bisschen dauern, bis ich mich bei beidem eingegroovt habe und dann wieder bei anderen Social Networks wie TikTok oder Instagram in die Vollen gehen kann. Da habe ich in den letzten Tagen schon so ein bisschen dran gearbeitet, wie ich meine Posting-Starre so ein bisschen überwinden könnte, aber ich gehe es jetzt einfach langsam an, zwing mich zu nichts, weil das auch wieder dazu geführt hat, dass nichts funktioniert hat. Irgendwo ist da der Wurm drin bei mir noch, aber ich arbeite dran. Immerhin bekomme ich die 2 bis 3 wöchentlichen YouTube-Videos mittlerweile ganz gut hin und habe da langsam so eine Art Workflow für mich entwickelt, der gut funktioniert, und alles andere kann ich dann oben aufsetzen, wenn ich soweit bin. Und durch diese 3 kleinen Lektionen haben sich auch ein paar Änderungen an meiner Schreibroutine bzw. an meinem ganzen Alltag ergeben. Letztes Mal hatte ich ja noch gesagt, dass ich ausprobieren möchte, ob ich es schaffe, neben meinen 2 bis 3 Schreibsessions täglich auch noch 1,5 Stunden zu plotten und 1,5 Stunden zu überarbeiten jeden Tag. Und es hat mal mehr, mal weniger geklappt. Und ich glaube, das lag auch vor allem daran, dass ich nicht wirklich mir irgendwo aufgeschrieben habe, was in welcher Phase des Schreibens, sei es jetzt Planung oder Überarbeitung, als nächstes gemacht werden muss und was da alles drunter fällt. Und dass ich das halt nie irgendwo genau definiert habe, okay, wenn ich jetzt überarbeite, dann arbeite ich an Projekt X und wenn ich plane, arbeite ich an Projekt Y und wenn ich mit Projekt Y durch bin oder da keinen Bock mehr drauf habe, mache ich mit Projekt Z weiter. Ich meine, im Kopf wusste ich das schon, woran ich eigentlich arbeiten müsste als nächstes, aber das nochmal aufgeschrieben irgendwo zu sehen, hätte mir in dem Fall, glaube ich, mehr geholfen als das, was ich jetzt im März gemacht habe. Deswegen habe ich jetzt für den April die Änderung vorgenommen, mir in meiner allgemeinen öffentlichen Word-Counter- einen Tab für meine To-Dos anzulegen, wo ich Spalten habe für die einzelnen Schreibphasen, wo einerseits ich natürlich sehen kann, was als nächstes ansteht in den einzelnen Phasen und natürlich auch ihr, weil die Tabelle ist öffentlich und ihr könnt einfach gucken, woran ich gerade arbeite, wie viel ich geschrieben habe und was ich gehört habe dabei. Und so sehe ich halt auf den ersten Blick, was noch alles zu tun ist, meist auch schon in der priorisierten Reihenfolge, dass das, was als erstes dort steht in dieser Spalte, ist dann auch das, woran ich zuerst arbeite, und dann gehe ich halt so langsam runter, wenn ich halt entweder keine Lust mehr habe oder wo nicht weiterkomme, dass ich da mal Abstand gewinne, aber halt trotzdem noch diesen Schwung am Laufen halte, von dem ich jetzt schon die ganze Zeit in diesem Video geredet habe. Und wie ich ja auch schon gerade in den Lektionen erzählt habe, versuche ich ein bisschen mehr Langeweile in meinen Alltag zu bringen, was sich total bescheuert anhört, weil wir ja immer versuchen, nicht gelangweilt zu sein. Und die Slots, die ich halt so vor für Scrolling auf Social Media oder für YouTube Shorts, also mein allerschlimmstes YouTube Shorts ist mein Untergang, benutzt habe, möchte ich halt jetzt dazu verwenden, um zum Beispiel meine Projekte zu brainstormen oder in irgendeiner anderen Form an meinen Projekten zu arbeiten. Und wenn ich halt keinen Bock auf die Arbeit habe, was natürlich auch manchmal vorkommt, gibt es noch ein paar andere Aktivitäten, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich sozusagen machen darf. Und das wäre zum Beispiel lesen oder spazieren gehen oder tatsächlich auch mal einen Mittagsschlaf machen, weil ich festgestellt habe, dass das mir mehr bringt, als wenn ich eine halbe Stunde am Handy sitze und TikToks angucke. Da bin ich dann danach etwas entspannter und
ausgeruhter als beim Scrollen. Oh Wunder. Und die sind halt immer noch besser, diese alternativen, neuen alternativen Aktivitäten, als halt jetzt irgendwie am Handy abzuhängen oder vom PC abzuhängen oder was auch immer, um mal auf andere Gedanken zu kommen und was Neues zu erleben, was dann natürlich auch wieder zum Beispiel meine Bücher einfließen könnte. Gestern beim Spazierengehen ist mir nämlich zum Beispiel eingefallen, dass ich bei Projekt Efeu noch ein paar andere Sträucher einbauen kann, die ich beim Spazierengehen gesehen habe, wenn sie die Landschaften beschreiben. Und ich muss sagen, je mehr ich über dieses ganze Thema nachdenke, umso angepisster bin ich von meiner oder auch generell der allgemeinen Abhängigkeit von unseren viereckigen Freunden, also halt PC, Handy, Fernseher, Internet, was auch immer. Es ist unglaublich, wie viel Zeit wir dafür verschwenden und wir merken es nicht mal, beziehungsweise wir wissen, dass wir es tun und dass es schlecht ist, aber wir tun es trotzdem, weil wir einfach nicht anders können. Das ist furchtbar. Und wir verpassen halt so viel dadurch und haben eigentlich keinen praktischen Nutzen von dieser ganzen verschwendeten Zeit. Und früher hätte ich noch gesagt, dass ich dabei entspanne, aber wie gesagt, ich habe für mich festgestellt, dass das eben überhaupt nicht der Fall ist, dass mich das nur müder macht, nur schlechter gelaunt macht und mir einfach überhaupt keine Zufriedenheit gibt, wenn ich halt nur am Handy hänge oder sonst wo abgelenkt bin durch technische Geräte. Und diese Abhängigkeit zu brechen wird sicherlich nicht einfach, aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen ist das ein wirklich, wirklich wichtiger Schritt für meine mentale, aber auch physische Gesundheit. Und den möchte ich jetzt in den nächsten Monaten gehen und bin ihn schon zum Teil gegangen. Und ich glaube, dass mir das auch beim Schreiben sehr gut tun wird, weil Klein-Kate von damals, die nicht diese ganzen Ablenkungen hatte, war ein so fantasievolles, kreatives Kind, dass ich mir manchmal denke, wenn es doch dieses ganze technische Kramszeug nicht gäbe, wie viele Bücher hätte ich dann schreiben können? Wie großflächig wäre mein Worldbuilding dann geworden? Okay, rant over. Noch eine letzte kleine Sache, die ich anmerken wollte. Ich werde ab sofort auch für ein oder zwei Tage hier und da die Routine von anderen Autoren ausprobieren. Das habe ich schon in ein paar Community-Posts angekündigt und natürlich auch vorher gefragt, ob ihr das überhaupt sehen möchtet. Die überwältigende Mehrheit hat ja gesagt oder denen war es egal. Hauptsache Vlogs. Heißt, ich führe das ein bis zwei Tage lang hier bei mir durch, probiere das aus, vlogge das und dann gibt es das als extra Video auf dem Kanal. Und ich glaube, ich persönlich kann da einiges für mich lernen, indem ich eben die Routinen und Arbeitsalltag eines anderen Autorenkollegen nachempfinde. Es wird sicherlich einiges dabei sein, was überhaupt nicht für mich ist, aber andere Dinge könnten sehr gut sein auch für mich und ich habe da vielleicht noch gar nicht dran gedacht. Also ich glaube, das ist ein gutes Experiment. Einerseits natürlich für Content hier auf dem Kanal, aber andererseits auch für mich persönlich, für meine Schreibroutine und hoffentlich dann auch für euch, dass ihr dann noch irgendwas Wertvolles mitnehmen könnt von einem anderen Autor, dass ihr euch das abschauen könnt, als nur mich hier die ganze Zeit zu sehen, wie ich in meinem kleinen Kabuff hocke und vor mich hin tippse. Und falls ihr Vorschläge für Autoren habt, deren Routine ich ausprobieren soll, dann schreibt sie gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail oder wie auch immer ihr mich erreichen möchtet. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich glaube, der erste Autor steht auch schon fest, zumindest in meinem Kopf. Und dann gucken wir einfach, wie es dann damit weitergeht. So, nachdem ihr jetzt auf den neuesten Stand seid, was meine Fortschritte, Wordcounts, Lektionen, Änderungen angeht, wird es natürlich Zeit für einen Ausblick auf den April. Und hier sind ein paar Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Wenn ihr sehen möchtet, ob ich das schaffe oder nicht, solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren, damit ihr das nächste Schreibupdate nicht verpasst, wo wir nochmal hier drüber sprechen werden. So ein Abonnement ist kostenlos, kann jederzeit wieder aufgehoben werden und es hilft mir persönlich mit meinem Kanal natürlich extrem. Okay, aber genug Self-Promo, zurück zum eigentlichen Video und zu meinen Zielen für den April. Der Mindest-Word-Count, den ich erreichen möchte pro Tag, bleibt weiterhin gleich bei 1000 Wörtern und das wäre im April dann 30.000 Wörter, weil 30 Tage. Und die werden sicherlich im Großteil auf Projekt Efeu Band 2, hoffentlich vielleicht auch auf Projekt Efeu Band 3 anfallen, weil ich Band 2 wirklich sehr, sehr gerne im April noch abschließen möchte und hoffentlich auch so viel wie möglich noch bei Band 3 schreiben möchte. Mal gucken, wie realistisch das ist. Und zudem möchte ich mit der Rohfassung von Witch's World Band 6 starten, muss davor aber noch die Plotzusammenfassung von Band 5 abschließen. Das wird noch eine Weile dauern, aber dann ist wenigstens wieder alles frisch in meinem Kopf und ich kann loslegen
und hoffentlich den nächsten Band in fast genauso schneller Zeit schreiben wie bei Band 5. Außerdem stehen jetzt natürlich auch diverse Korrekturen an, nachdem ich so viele Projekte in den letzten Wochen beendet habe. Projekt Efeu 1 ist fertig, kann überarbeitet werden. Da bin ich auch schon so ein bisschen dran, dass ich jeden Tag so ein bis zwei Kapitel durchgehe. Aber ganz besonders das zweite Prequel von Erwählte des Werwolfs und Erwählte des Werwolfs selbst, weil die ja demnächst erscheinen sollen. Das Prequel ist noch nicht angekündigt, aber der Roman, und da muss ich wirklich langsam in die Pötte kommen und möchte da gerne die gröbsten Korrekturen bis auf jetzt dann den Taschenbuchsatz und den letzten Durchlauf in diesem Monat fertig schaffen. Das Newsletter-Projekt geht auch weiter. Da werde ich von meiner Zeit aus gesehen nächste Woche für euch, wenn ihr es jetzt heute an dem Tag, an dem dieses Video rauskommt, guckt, diese Woche den ersten Newsletter geben. Hoffentlich. Wenn ich nicht wieder technische Schwierigkeiten habe, so wie letzte Woche. Und die Re-Engagement-Kampagne, die ich da fahre, eben um nochmal meine Abonnenten besser kennenzulernen und umgekehrt, wird den ganzen Monat dauern, dass ich dann Anfang Mai wieder zu regulären Newslettern übergehen kann. Aber die ganzen Mails, die ich jetzt erstmal schicke, kann ich dann auch nochmal umfunktionieren für einen Autoresponder, für zukünftige Abonnenten, die mein Newsletter abonnieren, dass sie das auch nochmal kriegen und halt so noch gleich automatisch sozusagen mitbekommen, okay, hey, das ist ja die schreibt die und die Bücher und das finde ich voll gut oder das finde ich nicht gut. Tschüss, ich bin wieder weg. So ungefähr. Bei meinen 2 bis 3 Videos auch hier auf YouTube möchte ich auf jeden Fall bleiben und das auf jeden Fall auch weiter über den April hinweg einhalten. Und durch die Vlogs habe ich ja eigentlich immer eines schon in petto und auch sonst habe ich eine lange Liste an Themen. Einerseits durch eure Fragen, aber jetzt natürlich auch mit dem Community-Projekt oder was mir sonst so einfällt, worüber ich sprechen möchte. Das wird mir auf jeden Fall noch eine ganze Weile reichen und falls ihr noch irgendwelche Wünsche oder Vorschläge für Videos habt, könnt ihr mir die natürlich immer zukommen lassen, entweder hier in den Kommentaren oder per E-Mail über sonstige Social-Network-Seiten. Irgendwie werden sie mich schon erreichen. Das war es jetzt aber von meiner Seite, was den März und auch meine Ziele für den April angeht. Wie immer an dieser Stelle bin ich total gespannt zu hören, wie der März bei euch gelaufen ist, was ihr in diesem Monat alles geschrieben habt, ob ihr vielleicht auch ein Projekt abgeschlossen habt oder ein neues Projekt gestartet habt. Schreibt das gerne, wenn ihr mögt, unten in die Kommentare. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg bei euren Schreibprojekten oder was ihr sonst so euch für den April vorgenommen habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.